Glaubst du, kannst du besser kochen als ich? Sei ehrlich! Betest du auch selber? Wir suchen eine gute Frau für unseren Sohn. Ich habe manchmal das Gefühl, die wissen auch gar nicht, was ich wirklich selber mag. Also sein Geschmack ist genau wie mein Geschmack. Es geht nicht um mich, es geht um seinen Sohn. Kein Fleisch? Kein Fleisch, ich bin Vegetarier. Möchtest du eine große oder eine kleine Hochzeit? Die goldene Frage jetzt. Ich bin keine Muslima. Wenn sie sogar schon mal geschieden ist zum Beispiel, was dann? Sehr gute Frage. Na, ich erwarte auch eine gute Antwort. Okay, ich bin Josef Mirzart. Also meine Eltern haben mich Josef genannt. Ich habe ab der 7. Klasse entschieden, dass ich Yusuf heiße. Deswegen nenne ich meine Freundin Yusuf. Wir sind Muslimen, aber er hat mich genannt nach dem Vater von Jesus. Kein Problem. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, aber arbeite mittlerweile als Journalist. Bin 25. Ich bin der Vater. Ich bin Hafiz Mirzart und ich bin seit 30 Jahren selbstständig und ich habe 4 hübsche Kinder. Ich bin Humaira, Mutter von Yusuf. Habt ihr schon mal versucht, Yusuf zu verkuppeln? Noch nicht. Noch nicht. Ich komme jetzt in so ein Alter, ich bin 25. Ich bin so gerade so beim Wendepunkt. Ich weiß selber gar nicht, ob ich bereit bin oder nicht. Yusuf ist ein Junge, wo ich ihn jetzt mit gutem Gewissen kann. Der ist bereit für eine Familie. Ja, Spaß. Spaß. Hallo erstmal. Ich bin Shirin. Ich bin 22 Jahre alt und ich komme aus Stuttgart. Ich bin die Patricia. Ich bin 30 Jahre alt, aus Duisburg. Ich bin Dina, 24 Jahre alt. Ich wohne in Berlin. Ich heiße Sarah, bin 20 Jahre alt und komme aus Bielefeld. Ich bin Lea, ich bin 25. Ich komme aus der Nähe von Berlin, aber ich wohne jetzt in Hessen. Er sucht auf jeden Fall eine Frau, gebildet zu sein, schöne Figur, auf jeden Fall. Und Muslim soll das sein. Er ist mein Sohn und ich fühle manchmal, sein Geschmack ist genau wie mein Geschmack. Also wir sind beide ein Apfel und 2 Teile. Mein Traummann. Ein offener, sozialer Mensch. Ich finde Offenheit einfach sehr wichtig. Er auf jeden Fall gut mit Kindern umgehen sollte. Egal welchen Glauben er hat, sollte er trotzdem glaubensoffen sein. Cool wäre es auch, wenn irgendwie so ein bisschen Nachhaltigkeit ein Thema für ihn ist, Umweltschutz. Weil mir das persönlich super wichtig ist. Ich muss sagen, dass es echt schwierig ist, manchmal jemanden zu finden, der gut kommunizieren kann. Ich will einfach diese Main-Character-Vibes spüren. Ich brauche eine Frau, die straight nach vorne geht und sich nicht einschüchtern lässt von, was die Tante gesagt hat, was der Onkel gesagt hat. So, selber Entscheidung. Selber Entscheidung, genau. Auch über Gott reden kann zum Beispiel und Fahrrad fahren kann. Ich würde sagen, ich habe mich eine lange Zeit einfach nicht getraut, nach dem Richtigen zu gucken. Ich habe eigentlich gar keine Dating-Erfahrung davor gemacht, deswegen bin ich ja hier. Ne? Ich date normalerweise über so bekannte Online-Apps. Ich würde sagen, dass ich Apps und im Bekanntenkreis schon versucht habe zu daten. Hat bisher noch nicht so richtig geklappt. Es gab eigentlich nicht wirklich Dating-Erfahrungen. Ich habe auch das Gefühl, dass meine Eltern und ich uns heute hier ein bisschen besser kennenlernen werden, weil ich glaube nicht, dass sie wissen, was ich mag und was ich nicht mag. Ich habe manchmal das Gefühl, die wissen auch gar nicht, was ich wirklich selber mag. Also die kennen halt nur diesen Yusuf, der zu Hause lebt. Ich heiße ja auch noch zu Hause Fardin, also mein afghanischer Name ist Fardin. Wie soll ich keine Identitätskrise bekommen? Wir wollen, dass jemand auch bei uns in eine Familie reinkommt und sich nicht einfach fremd fühlt. Wir suchen die nächste Tochter. Hast du sehr schön gesagt. Die erste Regel bei Halal-Dating lautet: Verlier kein Wort übers Daten. Wir sagen kennenlernen. Zweitens, heute bei Halal-Dating musst du Mama und Baba unseres Kandidaten überzeugen. In 3 Runden versuchst du, die Gunst der Eltern zu gewinnen. Wer nicht überzeugt, fliegt raus. Die einzige Rettung? Das Vetorecht des Kandidaten, um die Entscheidung der Eltern zu übergehen. Drittens, nur wenn du beide Seiten überzeugst und sich ihre Auswahl überschneidet, ist es ein Match. Viertens, gibt es ein Match, gibt es ein Date, bei dem du und der Kandidat sich kennenlernen. Aber denk daran, die Eltern hören und sehen alles. Du gehst jetzt rüber in den Reaction-Raum und da hast du die Möglichkeit, deine Eltern bei dem Gespräch jetzt zu beobachten. Mhm. Ich bin gespannt. Oh mein Gott, ich habe richtig Herz gehabt. Hallo. 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 Humaira ist mein Name. Hafiz. Hallo. Hi, ich bin Humaira. Hallo. Sarah. Sarah, hallo. Habt ihr keine Angst, wir beißen nicht. Freut mich, dass wir heute hier alle entschieden, mit uns hier zu treffen. Herzlich willkommen. Und mein Vater ist so ein Charmeur, Alter. Das ist so richtig seine andere Persönlichkeit. Wo kommen Sie? Ich kann sagen Deutsch. Ja. Weil Sie sind zuerst reingekommen, habe ich gesagt, die Mut hat in Deutschland. Und Sie? Iranerin. Ja. Mein Vater hat direkt gecheckt, sie ist Iranerin, Digga. Ich bin aus Eritrea. Eritrea. Okay, und Sie? Mein Papa ist deutsch und meine Mama ist aus Mazedonien. Rum aus Mazedonien. Ich bin halb Türkin, halb Kurdin. Meine Frau ist halb Usbeki, halb
Afghani. Weiß ich auch nicht mehr. Ich bin perfekt Afghani. Wohnen Sie mit Ihrer Familie oder alleine? Ich bin schon ein bisschen länger von zu Hause ausgezogen. Selbstständig und so? Ich wohne jetzt alleine, aber ich bin mit meiner Familie und drei älteren Schwestern in einem großen Haushalt, Familie gemeinsam aufgewachsen und dann zum Studieren weggezogen. Studieren genannt, das ist wichtig für meine Eltern. Wohnst du hier in Berlin, oder? Ich wohne in Stuttgart. Ah, Stuttgart ist ein bisschen weit von Bremen, oder? Und bei mir dasselbe. Ich bin nach Berlin gezogen wegen dem Studium und wohne jetzt hier auch alleine. Ich wohne zu Hause mit gefühlt 1 Million Menschen. Und Mama, Papa und Oma zwischendurch. Dann mein Bruder mit seiner Frau und den drei Kindern und ganz oben ich. Also ich wohne gerade bei meiner Oma zu Hause. Meine Mutter ist vor kurzem in die Türkei gezogen. Und warum seid ihr heute hier? Weil ihr wollt meinen Sohn kennenlernen, ja? Ich frage mich, ob das denen so unangenehm ist wie mir. Ihr seid alle schön und temperamentvoll. Für uns ist es auch ein bisschen schwierig, die eine auszusuchen. Also wir fragen jetzt nicht, könnt ihr waschen? Da gibt es Waschmaschinen, haben wir schon Waschmaschinen. Staubsauger elektrisch, sogar Roboter gibt es. Also braucht er nicht. Raus! Essen und Kochen, da braucht er keine Sorge. Da oh kann mein Gott. Sofort bestellen. Vor solchen Szenen hatte ich Angst. Was ich da wünsche, dass ihr meinen Sohn glücklich macht und mein Sohn macht euch glücklich. Wir haben euch da 2 Glasschüsseln hingestellt. Ich würde jetzt erstmal die Eltern darum bitten, da mal eine zu ziehen. Kochst du gerne oder willst du dich gerne lieber bekocht? Beides voll gerne. Was kochst du gerne? Ich würde sagen mediterrane Küche, also viel Gemüse. Gesund. Nudeln, Pasta, Reis. Lieb ich. Kein Fleisch? Kein Fleisch, ich bin Vegetarierin. Du weißt, wir sind Afghaner. Kannst du dir vorstellen, dass du Fleisch kochst für deinen Mann? Habe ich mir noch nicht überlegt, muss ich mir mal drüber nachdenken. Da willst du selber machen. Das geht gar nicht. Würdest du dich trauen, zu afghanischer Musik zu tanzen? Ach, das ist selbstverständlich. Lass die Leute doch erst mal reden. Sarah, würdest du dich mal trauen? Ja, natürlich. Kurmanjia, gut, dann geht der Frage zu Shirin. Ich bin die Erste, die tanzt bei den Hochzeiten. Ich muss dazu sagen, ich tanze echt viel auf afghanischen Hochzeiten. Habe ich von meinem Vater gelernt. Tornados. Und du? Ja, würde ich auf jeden Fall machen. Also ich liebe alle möglichen Kulturen kennenzulernen. Aber ich möchte auch, dass man meine Kultur kennenlernt. Ja. Immer, schon immer. Also auch auf Tischen. Und Lehrer, wie ist das bei dir? So dieser Licht umdrehen bei uns, wir machen immer so. Das mag ich immer beim Deutschen. Worauf achtest du besonders, wenn du potenziell Schwiegereltern kennenlernst? Sehr gute Frage. Worauf ich besonders achte, ist so das Verhältnis zwischen den Eltern. Das viel aussagt über das Verhältnis daheim, was man hatte. Sehr gut formuliert. Eigentlich das Wichtigste habt ihr sogar schon für mich beantwortet. Ihr gesagt habt, dass ihr sozusagen eine weitere Tochter braucht und dieses Verhältnis. Ja, also das ist mir auch ganz wichtig, dass meine Frau quasi wie eine Tochter ist für meine Eltern und wie eine Schwester für meine Geschwister. Das Wichtigste ist für mich, dass meine zukünftigen Schwiegereltern mit meinen Eltern sehr gut klarkommen. Da macht ihr keinen Sorgen. Wollt ihr so große Hochzeit oder ganz kleine? The bigger the better. Manche Mädels, die wollen ja auch einfach zu zweit oder auf den Malediven. Auf Malediven oder woanders. Meine Familie ist nicht so groß. Aber viele Bekannte vielleicht. Vielleicht so 100 Leute? 100? Wir sind sogar mehr als 100 als Familie schon. Das kostet viel Geld, ne? Also ja. Als Hebamme verdient man nicht so viel Geld. Habibi. Du bist ein falscher Film. Du bist hier wird bezahlt von uns. Ja, so. Ich wollte eigentlich immer am Meer heiraten. Ich denke, eine Bedingung wäre, dass die Menschen, die kommen, dass ich sie schon mal kennengelernt habe. Ach, das ist schwierig bei uns. Ich glaube, da kommen Menschen auf meine Hochzeit, die verwandt sind mit mir und die habe ich selber noch nicht kennengelernt. Ich mag tatsächlich groß, auch sehr, sehr groß. Ja. Ich verstehe, dass in unserer Generation heutzutage viele sagen klein, das macht auch Sinn finanziell. Inflation. Aber ich liebe einfach zu sehr das Traditionelle. Und Mazedonien. Die kleine Runde bei uns sind ja schon 300 Leute. Ja. Das ist klein. Das die Großen sind dann groß. Groß, groß. Das ist genau wie bei uns. Dieses Thema ist so, ach Mama, mach. Mir ist mein Kleid wichtig. Also ich finde auch, eine kleine Hochzeit wäre eigentlich gar nicht möglich. Ich will auch niemanden ausschließen oder so. Finde ich sehr gut. Finde ich auch gut, Papa, sehr gut. Wie würdet ihr denn euren Sohn beschreiben? Was ist er für ein Mensch? Was mag er? Gute Frage. Der Vater sitzt vor dir. Er hat schon seine Wirtschaftsingenieur zu Ende gemacht. Jetzt macht er bei Bremen Next als Inforeporter. Und hobbymäßig hat er so
Pokémon-Karte. Der kauft ganz, ganz viele Pokémon-Karten. Digga, von allen Hobbys kommt sie mit Pokémon-Karten an? Ja, PlayStation ist sein Hobby. Ey, komm, ich gehe auch zum Sport. Also, wenn er neue Spiele auf den Markt kommt, dann kauft er sich sofort. Ich muss sagen, ich bin ein Nerd. Was denkt ihr, ist Yusuf das Wichtigste in einer Ehe? Respekt und Liebe auf jeden Fall. Und die Entscheidung muss er immer zusammen treffen. Immer Augenhöhe, Leute. Augenhöhe. Wie würdet ihr damit umgehen, wenn ihr erfährt, dass euer Sohn heimlich eine Freundin hat? Das geht nicht. Das wird er bestimmt nicht machen. Der wird bestimmt sofort erzählen. Ich würde niemals eine Freundin haben und meinen Eltern nicht davon erzählen. Niemals. Niemals. Vielen Dank. Hat er gerade Deni gemacht, Digga? Oh, tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Bro, du musst Deni machen oder Deni, sonst ist es Haram. Das war die erste Runde. Wie geht's euch gerade? Gut. Sehr gut. Ja. Die Mädels sind alle richtig cool. Und ich finde auch, die Konfrontation mit meinen Eltern war ganz okay. Die haben eigentlich alle gute Antwort gegeben. Man sieht das auch, dass die nicht geschlossen sind. Sind einfach offener. Wen glaubt ihr, würde Yusuf jetzt vielleicht eher rauswählen? Und wen würdet ihr jetzt auch rauswählen? Wer bleibt hier oder wer... Eigentlich wer... Wer rausfliegt? Ich glaube, die Dame neben Shirin. Dina. Ja, aus Eritrea. Also, sie hat mir so ein warmes Gefühl gegeben. Die Kultur wahrscheinlich, wir kennen die Kultur gar nicht. Sie ist eine warmherzige. Was sie auch beantwortet hat, hat mich sehr überzeugt. Aber das ist ein langes Leben. Jetzt ist mein Moment gekommen. Veto recht. Also ich würde Dina eigentlich noch mitnehmen wollen in die nächste Runde. Einfach ihre Werte waren voll interessant. Ich will auf jeden Fall noch ein bisschen mehr erfahren. Ihr habt ja eure Entscheidung getroffen. Ja. Yusuf von seinem Vetorecht Gebrauch gemacht und hat jemand anderes ausgewählt. Ich wusste. Ja? Ja. Und wen gehst du stattdessen raus und warum? Ich glaube Lea. Ich will nicht oberflächlich klingen, aber ich glaube, es ist der Fleischaspekt. Wen glaubst du, hat er rausgewählt? Lehrer. Ah, und wie kommst du darauf? Weil meinen Sohn kenne ich. Okay, das ist korrekt. Wie war es denn für dich? Gut. Ich fand's voll spannend, so selber auch aus seiner eigenen Komfortzone ein bisschen rauszukommen und sich in eine Situation zu begeben, in der ich vorher mich noch nie so befunden habe, ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Jetzt geht's in die nächste Runde, in die Schnellfragerunde. Das heißt, jetzt kommen die Kandidatinnen noch mal einzeln rein. Es sind schon provokante Fragen. Wir wollen sie auch ein bisschen ins Schwitzen bringen. Mal gucken, wie sie reagieren. Okay. Round 2. Fight! Assalamu alaikum. Alaikum salam. Würdest du eure erste Geborene nach mir benennen? Ja. Aus der Pistole geschossen, Digga. Das ist bei uns auch so. Wenn du das von mir wollen würdest und ich das mit meinem Mann abspreche, dann würde ich auf jeden Fall drüber nachdenken. Kommunikation ist das A und O, Leute. Zweitname. Es ist ein Kompromiss. Das Haus brennt plötzlich. Wer von uns beide rettest du zuerst? Von euch beiden? Ja. Ich würde sagen, die Mutter, weil ich würde bei meinem Vater erwarten, dass er irgendwie selber rauskommt. Digga, du bist ein Mann, Spaß. Mama. Ich bin hilflos. Ich bin deine Frau. Nein, nein, ich habe gar nicht daran gedacht. Die Mama. Also auch der Vater ist natürlich unersetzbar, aber die Mutter ist noch mal was ganz anderes. Kinder brauchen schon eher die Mama. Hast du recht. Über allem steht so die Mutter. Also erst Gott und dann die Mutter. Dann die Mutter, der Vater. Ja. Du kommst zu uns nach Hause, wen begrüßt du zuerst? Die einfach neben mir ist, Digga. Mama immer. Außer Oma oder Opa ist da, dann Oma oder Opa. Mama. Genau, du hast recht. Mama macht mal die Tür auf. Warum soll man sonst ja. Meistens ist das so. Bei uns Mama Hand küssen und Papa umarmen. Wenn sie glücklich ist, bin ich auch glücklich. So. Ich glaube dem Papa und dann die Mama. Das ist sehr gut. Das ist gut. Glaubst du, kannst du besser kochen als ich? Nee. Wer kann denn besser kochen als Mama? Okay, da hast du recht. Auf gar keinen Fall. Nein? Nein. Nein. Aber du kannst lernen, so wie ich so kochen, das ist kein Problem. Das kann ich lernen, ja. Ich kann kochen und ich würde auch sagen, dass ich gut kochen kann. Selbstbewusst, mag ich. Also wenn ich so meine eigene Mama sehe, ich kann niemals besser als meine eigene Mama kochen. Cholo Kebab kannst du kochen? Cholo Kebab, das schaffe ich noch, ja. Cholo Kebab. Okay. Sehr gut, aber, sehr gut. Ich spiele da schon eine Bindung, also meine Mutter hat sich schon festgelegt, glaube ich. Viel Geld und weniger Zeit. Oder viel Zeit, weniger Geld. Ich kenne die Antwort, sag mal richtig. Ja, viel Zeit und weniger Geld. Oder... Beides schön. Beides ist wichtig. Ja, man kann ja dann auch denken, man hat keine Zeit für die Familie. Ne?
Sei ehrlich. Ich glaube, wenn du jetzt sagst, viel Geld, wird man das später bereuen und sagen, oh, eigentlich ist mir dieses Geld so egal. Mehr Geld, wenig Zeit. Auch wenn du kleine Kinder hast, wenig. Ich bin der Überzeugung, dass man als Frau arbeiten und seine Kinder gut erziehen kann. Ich habe das bei meiner Mutter gesehen, ich sehe es bei meiner Schwester. Charakter oder Aussehen? Oh, Charakter. Und Aussehen, Aussehen doch, ist wichtig. Auch wichtig. Also beides. Beides. Charakter, 100%. Aussehen egal? Nee, nicht egal. Auf gar keinen Fall egal. Ich verstehe das nicht, warum man sagt immer Charakter. Wo ich dich das erste Mal gesehen habe, ich habe deine Charakter gar nicht gesehen. Ich nicht gesehen. Nee, du hast meine Füße gesehen. Das nein, deine Füße, okay. Das war 1987. Ihr Onkel ist verheiratet mit meiner Tante. Und durch Zufall, ganz kurz, sie ist gekommen und auf einmal steht ein Auto und steigt jemand aus. Sie steigt aus vom Auto, guckt sie uns an und ich habe sie gesehen. Er konnte gar nicht schlafen, hat er gesagt zu seiner Mutter, wir müssen morgen einfach zu Besuch ja, gehen. Meine Onkel, mein großer Onkel ist so religiös, deswegen ich habe nur Tee serviert und dann wieder weg schnell. Und er hat nur meine Füße gesehen. Dann hat das gefunkelt, wirklich. Freiheit oder Sicherheit? Schwierige Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Und ich erwarte auch eine gute Antwort. Freiheit oder Sicherheit? Hart auf hart Sicherheit. Für mich ist es eine sehr einfache Frage. Für mich nicht. Ich glaube Sicherheit. Sehr gut, Einstellung. Freiheit. Das als eine verheiratete Frau, was will noch für Freiheit? Freiheit. Warum Freiheit? Sahnsinn, der Dios. Ich wusste es! Ich wusste, dass sie das sagt. Ich muss nur einen Blick in meine Heimat werfen und ich weiß, dass Freiheit über allem steht. Dürfen wir jeden Sonntag zu euch zum Essen kommen? Er muss selber lachen. Wir kommen nicht zum Kochen, sondern wir kommen zu essen. Ja, auf jeden Fall. Wir machen das auch immer sonntags zu meiner Oma. Nur am Sonntag. Andere nee, Tage nicht. Auch andere Tage, aber Sonntag kann man ja so festen Tag ausmachen. Gerne, sehr gerne. Jeden Sonntag? Ja. Jeden Sonntag? Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich jede Woche sein muss. Unbedingt. Nein, wir wollen jede Woche. Ja. Wir kommen Samstagabend, schlafen im Auto und dann morgen Sonntag kriegen wir bei euch. 7 Uhr Sonntagmorgen. Weil ich möchte ja auch nicht, dass meine Familien, die ich einheirate, richtige Gäste sind. Es soll irgendwann ja so sein, die dass... zu Hause fühlen. Genau. Ehrlich gesagt, ne, sonntags kommen immer die Animes raus. Wirst du deine Kinder muslimisch erziehen? Ja, inshallah. Auf jeden Fall, ja. Ich bin keine Muslima. Ich bin orthodoxe Christin. Und deswegen kann ich sie ja gar nicht muslimisch erziehen. Ich bin auf jeden Fall sehr offen auch für den Islam. Was dann die Kinder betrifft, sage ich ehrlich, ist es schwierig. Man muss gucken, wie man das macht. Würdest du ein Muslim werden? Nein. Meine Mutter hat, wieder meine Mama, ne? Sie hat uns immer so erzogen, dass wir an Gott glauben und dass wir dankbar sind. Und genauso würde ich auch meine Kinder erziehen. Aber du bist selber Muslim, oder? Ich bin Moslem, geborener Moslem. Also sie ist gläubig, aber nicht religiös, sagen wir mal so. Und die letzte Frage. Ist Scheidung eine Option für dich? Eine Option, wenn beide unglücklich mit ihrem Leben sind, ja. Wenn du auch Kinder hast? Das ist dann ein bisschen komplizierter, aber auch dann. Wenn man sich überhaupt gar nicht versteht miteinander und dadurch die Familie schadet oder die Kinder Schaden kriegen, zum Wohle meiner Familie würde ich mich dann scheiden lassen. Und damit meinst du, dass die Kinder werden wohl mit dir sein, ohne Vater? Nee, ist das eine Option? Muss man halt irgendwie abmachen. Ich will ja auch auf gar keinen Fall, dass meine Kinder ohne den Papa aufwachsen. Aber da frage ich mich immer so, was ist traumatischer für die Kinder? Eltern, die sich scheiden lassen oder eine toxische Beziehung der Eltern? Darf ich privat Frage stellen? Ja, klar. Ist ihre Eltern zusammen? Meine Eltern, ja. Ja. Nein. Es tut mir leid, wenn ich jetzt das frage, weil für mich ist es ja wichtig. Trigger. Also findest du gut, dass ja die Eltern sich... Genau, ja. Okay. Ich bin der Überzeugung, dass man sich jeden Tag neu für die Person entscheiden muss und dass man auch sehr dran arbeiten muss. Aber ich denke, ab irgendeinem Punkt, wo es einfach nicht mehr geht, dass man sich scheiden lassen sollte. Einfach weil das der bessere Weg ist. Eigentlich nicht, nein. Stark. Man redet ja davor, man gibt sich ja das Versprechen, in guten wie in schlechten Zeiten. Für mich ist Scheidung eher, da müssen wirklich Sachen passieren, die man eigentlich niemals von dem Partner gedacht hätte davor. So, Scheidung ist wirklich was Schreckliches. Genau dieses Antwort habe ich gewartet. Man muss
Geduld und man muss versuchen, die Familie zu retten. Und das ist das, was ich gerne hören wollte. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, wie war die Runde für euch? Ah ja. Sehr interessant. Sehr interessante Runde für uns. Ihr müsst jetzt eine weitere Person auswählen. Ja gut, ich habe gerade noch mal, ich komme wieder zurück auf mein Wort, Dina. Ja. Als sie gesagt hat, ich will nicht zum Islam treten, sie war ganz ehrlich, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich würde schon wollen, das ist aber vielleicht selbstsüchtig oder so, ich würde schon wollen, meine Kinder muslimisch zu erziehen. Wir zwingen keinen Mensch in eine Religion, aber für uns ist auch wichtig, dass auch in der Familie passt. Ich finde, man sollte nicht geschämt werden, wenn man jemanden nur wegen der, also weil die Religion nicht passt, die Person dann nicht mehr nehmen möchte. Und viele sagen halt, das ist so voll oberflächlich und so, aber für viele Menschen ist das halt die Realität, dass es ein wichtiger Bestandteil des Lebens ist. Und wenn das halt nicht passt, dann kann man sich halt ein Leben nicht vorstellen. Schade, aber das Regel so ist, dann muss ich mir leider. Ja, ich glaube, der Thema Glaube ist immer so ein bisschen schwierig. Ich stehe auf jeden Fall immer noch zu meiner Meinung, genau nach wie vor. Aber vielleicht hätte ich mich gerne noch mal ein bisschen näher erklären können, dass man meinen Standpunkt vielleicht ein bisschen besser versteht. Aber ja, im Endeffekt ist es jedem seins. Genau. Hi. 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 Wir haben uns das schon gesehen. Hi. Ja. Wie geht's? Herzlich willkommen. Danke. Ihr habt ja meine Eltern kennengelernt. Meine Eltern haben euch kennengelernt. Ist der Rap. Frage ich eine Frage und jeder sagt was dazu, okay? Okay. Und ganz flott. Ich finde, wenn man sich verstehen muss, muss man auf einer Frequenz sein. Und da spielt zum Beispiel Musik eine sehr große Rolle. Deswegen wollte ich immer fragen, was hört ihr so für Musik? Wer ist das? Wer kennst du nicht? Nein. Letzten Donnerstag. Ach so. Das war schon 59. Ja. Nee, deswegen, weil es tatsächlich querbeet, gute Musik. Ich achte auf die Message dahinter auch sehr oft. Mhm. Ich kann Lieblingslieder nennen, beispielsweise Patience von Damien Marley. Bin relativ offen, also gute Musik. Also ich mag American Rap mega gerne, so Kanye West oder Brand, also auch in dieser R&B-Schiene. Ich mag aber auch weibliche R&B-Sängerinnen mega, so SZA oder Summer Walker, ich weiß nicht, ob du kennst. SZA ist sogar Muslimin. Ja, ich weiß. Ich bin auch auf ein Konzert bald. Ja, sie ist bald in Berlin. Ja. Okay. Ich höre von allem so ein bisschen was. Ich höre klassische Musik, aber ich höre auch ab 60er Jahre. Psychedelic. Genau, also Rock'n'Roll. Ja, ja. Aber auch 80er Jahre, Tracy Chapman oder so. Damit kennst du meinen Vater, der mag Ahmad Zoyl und der ist so in den 60ern. Auch persische alte Musik, ja, super gerne. Gugusch. Wir waren auf ihrem Konzert. Wunderschön. Meine nächste Frage wäre, was ist deine absolute Lieblingsserie und warum? Also meine Lieblingsserie ist Grey's Anatomy, okay. Arztserie. Und meine Schwester hat mich immer gezwungen, das zu sehen. Ich liebe das einfach. Alright. Ich konnte mich nicht entscheiden zwischen How I Met Your Mother und Simpsons oder Fresh Prince oder King of Queens und so. Aber ich so Sitcom-Style bisschen. Ja, aber ich bleib bei How I Met Your Mother. Kenne ich auswendig. Ich auch. Ist schön. Ich auch. Echt? So. Ich kann mich gar nicht entscheiden, um ehrlich zu sein. Und deswegen sage ich auch einfach gerade die Serie, die ich gerade wieder zum dritten Mal angefangen habe, Suits. Wenn ihr euch eine Superkraft aussuchen könntet, welche wäre das und warum? Unsichtbar sein. Warum? Ich will mitbekommen, was Menschen wirklich machen und sagen und denken und über mich und wenn die alleine sind, was für Energie herrscht bei denen und wenn die sich nicht verstellen. Also 100% Teleportation. Das ist meiner Meinung nach Number One Pick einfach, weil damit kannst du reisen, überall hin, musst nichts zahlen. Schwierig. Aber ich glaube, ich würde fliegen. Wäre so. Fliegen ist auch geil. Welchen Charakter oder welche Rolle würde ich in einem Film mitspielen? Also von dem, was ich jetzt. Oh mein Gott, hier kenne ich doch noch. Genau, aber jetzt rein. Also wir haben jetzt ein paar Fragen schon gestellt gehabt, ihr ein bisschen so angeteasert bekommen, vielleicht wer ich bin oder wer ich sein könnte. Welchen Charakter? Ja, oder welche Rolle ich spielen will. Also aufgrund der Tatsache, dass du hier bist, erstmal auf jeden Fall in der Hauptrolle. Nicht so der Lustige, der direkt stirbt am Anfang. Ja, nicht der, sondern ich hatte auch den Eindruck, dass du so dieser eine Freund, der so Ratschläge gibt oder wenn irgendwas nicht stimmt, dass du da irgendwie dahinter kommst. Also irgendwie auf jeden Fall irgendwas mit Geheimnissen aufzudecken, dass du nicht einfach so locker lässt. Ich glaube, mir würde es einfacher fallen, einfach jemanden so zu beschreiben. Dann machen wir es so, wir beschreiben eine neue Figur. Als Mann jemand, der ambitioniert ist in seiner Rolle, in dem, was er tut, Ziele hat, weiß, was er erreichen will und eigentlich gar keine Frau in dem Sinne braucht, sondern sie will und sie auch haben kann, so in dem Sinne. Weil
er alles sonst in seinem Leben allein geregelt kriegt, der aber empathisch ist, gut kommunizieren kann und weiß, was ihm fehlt und sich genug mit sich selber auseinandergesetzt hat, um zu kommunizieren. Und der bereit ist, Kompromisse einzugehen. Und ja. Okay, ich fand alle drei ziemlich cool. Vom Bauchgefühl her fand ich Shirin ganz interessant. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass sie die ganze Zeit am längsten gebraucht hat, um zu antworten, oder dass er einfach den Typen beschrieben hat, wo ich im Idealfall denke, dass ich so sein könnte. Sarah fand ich auch ganz cool. Also ihr Musikgeschmack hat mich so ein bisschen begeistert. So SZA und so fand ich ganz cool. Patricia, die hat mich halt mit Anime gecatcht. So, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, deine Eltern können jetzt noch mal kurz sagen, wen sie gewählt haben. Du weißt, meine Entscheidung. Meine Entscheidung ist es für dich, dass du glücklich wärst im Leben, dass du eine Frau findest, wo du dich wohlfühlst und dass du einfach in deinem Zukunftsleben nur Glück und Glück hast. Wir haben für dich Shirin ausgewählt, weil ich weiß ganz genau, du kannst auch gut klarkommen, weil die Sprache stimmt und die ganzen Lieder, die du hörst, das mag sie auch. Wenn ich alles so abwägen würde, würde ich mich, glaube ich, eher für Shirin entscheiden. Mashallah, ihr habt richtig geraten. Ich hätte gedacht, ihr hättet vielleicht Sarah genommen, weil Sarah so klar gesagt hat, klar, islamisch. Und Shirin meinte so, ja, ich bin zwar islamisch geboren, ja, aber sie lebt nicht wirklich nach dem Islam, so, ne? Genau, deswegen war wart ihr auch am Überlegen. Ja. Genau. Und ich dachte mir halt, okay, ich finde es trotzdem interessant, ich würde da mal ansetzen und gucken, was sie darüber nachdenken. Ja, wahrscheinlich habt ihr auch so gedacht. Genau. Ja. Nur die Liebe zählt. Ja. Yes. Wo die Liebe hinfällt. Ah, das ist so cringe. Okay, nein, Spaß. So. Josef, wie fühlst du dich? Gar nicht gut, Spaß. Es ist komisch. So eine Konfrontation, so straight. Ja. Aber kann man machen, ne? Also die Eltern gucken zu, sie hören auch zu. Wir haben euch Fragen reingebracht und zwar liegen sie auf dem Tisch. Wollen wir Schere, Stein, Papier machen, wir anfangen? Auf einmal. Okay. Eins, zwei, drei. Okay, du fängst an, ich hab doch gewonnen. Ja, du hast gewonnen. Aber der Verlierer fängt an. Oder andersrum. Hättest du mich angesprochen oder Interesse bekundet, wenn wir uns außerhalb des Formats kennengelernt hätten? Glaube ich nicht. Weil er ist schüchtern. Also angesprochen niemals, weil ich bin einfach schüchtern. Aber ansonsten hätte ich den Weg, keine Ahnung, über soziale Medien gesucht. Wie würdest du dich als Kind beschreiben und gibt es große Unterschiede zu deinem jetzigen Ich? Ich war als Kind sehr träumerisch, okay, und sehr in meiner Fantasiewelt, okay, und sehr kreativ. Heutzutage bin ich immer noch sehr kreativ und ich bin immer noch extrovertiert, wenn ich sein möchte. So. Mhm. Wenn du dich safe fühlst. Genau, quasi. Genau. Okay. Du hast noch, ne? Ich habe noch. Okay. Was gibst du ungern über dich zu? Also ich bin definitiv nicht perfekt. Ich habe richtig Macken. Ich bin auch bereit daran zu arbeiten, beziehungsweise ich versuche immer an mir zu arbeiten. Also ich kann schwer Nein sagen. Ich bin ein richtiger People-Pleaser. Dadurch bin ich halt oftmals eher unorganisiert, weil ich halt bei zu vielen Dingen zusage einfach. Aber sonst sagt immer Nein. Ja. Also wenn ich schlafe und man mich aufweckt, bin ich richtig schlecht gelaunt. Ja. Manchmal habe ich ganz wenig Geduld. Ich merke das halt auch, wenn ich zum Beispiel meinem kleinen Bruder was erkläre. Und ich überdenke sehr viel. Und ich habe Schlafstörungen. Ich bin so... Er ist zu ehrlich. Das fängt an, Spaß zu machen. Welche Frage traust du dich mir nicht zu stellen, willst es aber unbedingt wissen? Ist ja richtig schlimm, ne? Sei ehrlich. Sag doch. Fanny, gefall ich dir? Ein bisschen Wasser, dann kühlst du dich ab. Ja, danke. Hattest du schon mal eine Beziehung oder hast du schon mal jemanden getroffen, eine Frau oder so, wo du geglaubt hast, dass es vielleicht die richtige wäre für dich? Oh oh. Ja. Meine Eltern, so meine Familie, alle so. Nein, wenn meine Eltern fragen, dann nein. Vervollständige diesen Satz. Unsere Wege trennen sich erstmal nach dem Dreh.
Ich möchte, dass du weißt, dass du... Besonders bist. Dass du was? Dass du... Ich möchte, dass du weißt, dass du auf jeden Fall cool drauf bist und sehr sympathisch bist. Und vielleicht sieht man sich auch irgendwann so wieder. Vielleicht sieht man sich auch früher wieder. Vielleicht auch morgen. Dann übernachten wir hier. Natürlich kannst du mich immer anhauen, wenn du in Bremen bist. Oder ich kann... Du sollst auch wissen, dass ich dir schreiben werde, wenn ich in Stuttgart bin. Spaß. Ja, solche Sachen halt. Schön. Dankeschön. Okay, jetzt Uno Reverse. Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich auch sehr sympathisch finde. Und dass ich... Ich weiß nicht, wie ich mir das sage. Kleine Kinder. Oh mein Gott, hat meine Mutter gerade richtig laut gelacht. Das tut mir leid. Der kennt mich sehr gut. Und dass ich mir sicher bin, dass wir uns nochmal begegnen werden, bestimmt. Und. Okay. Ja. Super. Also, ihr habt jetzt euren Sohn beim. Ihr habt jetzt euren Sohn wieder bei seinem Kennenlernen. Das war ja wahrscheinlich auch eine andere Situation für euch. Für mich was Neues, was ich in meinem Leben nicht mal vorgestellt habe. Habe ich mal in Traum sowas nicht gehört. Wir sind sehr dankbar und wir freuen uns, dass wir eine neue Tochter kennengelernt haben, dass sie auch Verbindung miteinander zu haben und ich glaube, wir haben da noch ein bisschen so besprochen. Nein, das heißt, wir kennenlernen. Also ich muss sagen, dass es mich auch super gefreut hat, euch alle kennenzulernen. Ich habe mich sofort heimisch gefühlt. Ihr seid so sympathisch und so lieb. Euer Sohn ist auch sympathisch. Das haben die von mir. Und was sagst du, Mama? Ich habe mich auch sehr gefreut, hier zu sein. Die Damen sind alle so nett und lieb. Ist mir auch ganz schwer gefallen, dass ich absagen musste. Aber ja. Das Schönste auch dabei, dass die Gesellschaft, die Mädchen, die jetzt uns gesehen haben, zum Beispiel unsere Familie, dass sie auch sehen, es gibt auch sehr viele Familien, die man einfach ehrlich miteinander reden. Also ich glaube, das Gespräch zu suchen, Kommunikation, wie gesagt, ist das A und O. Und ich weiß nicht, wenn man das hier vielleicht sieht, wird man vielleicht dazu empowert, das Gespräch zu suchen. Für alle euch, ich bin sehr, sehr dankbar für die Ton und Kamera und Organisation von hier. Wir sind verschiedene Nationen hier und wir fühlen uns gar nicht fremd. Wir denken, wir sind eine Familie. Ich danke euch alle. Also, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wir haben ein paar Anpassungen gemacht. Diesmal konnte er mit der Auserwählten sprechen. War cool. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, falls ihr selber Bock habt, hier mal teilzunehmen. Oder auf Instagram anschreiben. Meldet euch einfach. TikTok-Kommentarfunktion, irgendwas. Meldet euch. Hier geht's zu dem Video mit Maram. Da hat sie auch hier teilgenommen. Und wir haben einen Habibi für sie gefunden. Oder auch nicht, wer weiß. Und hier geht's zu den Funkkollegen. Genau, da ist Mariam Nuri nach Afghanistan geflogen für Steuerung F und hat abgecheckt, ob die Taliban gut oder böse sind. Schaut auf jeden Fall vorbei. Abonnieren nicht vergessen. Und liken und teilen. Peace out, Leute.